Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch mal 4 Verglitch-Motoren für den GIFcast of Friends Glitch zeigen. Da einige Leute immer noch Probleme mit dem GIFcast of Friends haben und mich immer wieder fragen, ja, welche Verglitch-Methode funktioniert denn noch, habe ich mir gedacht, packe ich euch einfach mal die 4 besten Methoden einfach mal in ein Video rein. Ja, also 2 Verglitch-Methoden sind auf jeden Fall solo. Und bei den anderen 2 Verglitch-Methoden braucht ihr dann die Hilfe von einem Freund. Und ich würde sagen, dann können wir auch schon direkt losstarten. Okay, dann fangen wir mal mit der ersten Verglitch-Methode an. Für die erste Verglitch-Methode braucht ihr entweder eine Arena-Werkstatt oder irgendeinen Nachtclub. Arena-Werkstatt, Garage B1 oder B2 oder halt Nachtclub B1 oder B2. Dann braucht ihr Zugang zum LSK-Meet. Und ja, fordert euch einfach mal irgendeinen Job an, egal von wem, von Simeon, Gerald oder von Martin, das ist wirklich ganz egal. Und ja, fordert euch dann auch irgendein Auto aus irgendeiner Garage an, welche Garage das ist, das ist auch dann völlig egal. Wartet mal, bis die Jobeinladung von Simeon dann angekommen ist, steigt dann in das Auto ein und fahrt dann einmal ins LSK-Meet rein. So, seid ihr im LSK-Meet angekommen, einfach aussteigen. Nun geht ihr einfach hinten zu dem Preisfahrzeug. Ihr lauft einmal hin, drückt dann auf Dreieck, geht dann auf Alleine beitreten. So, ihr geht dann auf Alleine beitreten, öffnet schon mal die Job-Einladung und sobald ihr jetzt mit dem Heck verschwindet, sofort den Job dann bestätigen mit X. Dann werdet ihr so einen flackernden Hintergrund bekommen, ist auf jeden Fall perfekt. Dann geht ihr aus dem Job raus. Sobald ihr dann unsichtbar spawnt, sofort Handy öffnen, die Job-Einladung annehmen und dann sofort auf Options drücken, online, und dann geht ihr auf Cashcards kaufen. Gehen aus dem Menü wieder raus, bleiben dann auf Options, fahren dann mit dem Auto zurück, bestätigen jetzt nicht, werden dann automatisch in den Job reingeworfen, perfekt. Und ja, den Job, den tut man auch ganz einfach dann verlassen. Dann werden wir einmal kurz unsichtbar im LSK-Meet wieder spawnen, das ist auf jeden Fall perfekt. So, dann begebt euch einmal raus von LSK-Meet. Und ja, jetzt draußen angekommen, stellt euch entweder ein Auto aus der Arena-Werkstatt 1, aus der zweiten Garage oder aus irgendeiner Nachtclub-Garage. Und ja, fahrt dann einfach mit dem Auto dann entweder zur Arena oder zum Nachtclub dann hin. So, wir fahren dann in die Garage rein. Ich hatte es von der Werkstatt B1-Ebene. Dann auch wieder in dieselbe Ebene reinfahren und bekommt ihr so einen flackernden Hintergrund. Perfekt, einfach auf Dreieck drücken, um auszusteigen. Dann werdet ihr wieder auf der Karte landen. Perfekt, dann gehen wir einmal ins Interaktionsmenü. Ferngesteuerte Fahrzeuge, entweder den RC Bandito oder den ferngesteuerten Panzer einmal anfordern. Und diesen dann auch dann direkt wieder verlassen. Dann werdet ihr blinken spawnen und seid somit verglitscht. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass ihr keinen RC-Bandit oder ferngesteuerten Panzer haben solltet, macht auch nichts. Ihr könnt dann einfach auf Option gehen und könnt dann einmal ins Menü von dem Job für einen Titan reingehen. Einmal in Jobmenü reingehen und dann wieder raus. Das hat dieselbe Wirkung. Und das war es auf jeden Fall mit der ersten Verglitch-Methode. So, für die zweite Verglitch-Methode brauchen wir eine Agentur. Und entweder braucht ihr dann die Hilfe von einem Freund oder ihr könnt auch gerne einen von den beiden Bots einfach beitreten. Die Bots werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt die auch permanent, sind sie in einem Job für einen Titan drin und in einer Einladungssitzung. Weil das ist nämlich ganz wichtig. Wie gesagt, ihr könnt die immer beitreten, das ist kein Problem. Sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr müsst das auf jeden Fall schon mal so vorbereiten, dass ihr mit Doppel-PSN drücken eurem Freund dann beitreten könnt. Das macht ihr, indem ihr einfach ins PSN-Menü dann reingeht, dann suchen wir einmal das Profil von unserem Freund raus. So, wenn wir jetzt Doppel-PSN-Taste drücken, kommen wir wieder zurück ins Spiel. Das ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt mit Doppel-PSN können wir unserem Freund wieder beitreten. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal 1, 2, 3 Mal so die Meldung holen. Also diese Meldung, dass die Details der GTA-Online-Sitzung abgerufen werden. Weil am Anfang dauert es ein bisschen, bis die Meldung kommt und die muss halt schnell kommen. Ihr seht, ich hole jetzt die erste Mal die Meldung. Details der GTA-Online-Sitzung werden abgerufen, dauert ein bisschen länger. Jetzt beim zweiten Mal kommt die Meldung schon ein bisschen schneller. Ist auf jeden Fall perfekt. Und wenn ihr so vorbereitet habt, dann geht einfach mal in die Agentur rein. So, ich hole jetzt nochmal die Meldung, damit es schneller geht.
Und sobald ihr jetzt sichtbar werdet aus dem Fahrzeug, sobald ihr jetzt sichtbar werdet, drückt ihr sofort Doppel-PSN, dem Freund beitreten, alle Meldungen, die kommen, einfach akzeptieren und dann werdet ihr gefreezed sein. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes drückt ihr einfach auf Options und müsst nun irgendeinen Job in der Nähe von eurer Agentur dann einfach starten. Wir gehen einfach in das Jobmenü rein. Da sind wir drin, können wir auch ganz einfach wieder verlassen. Und ja, als nächstes, genauso wie beim ersten Teil, bestellen wir uns entweder ein Auto von irgendeiner Nachtclub-Garage oder von irgendeiner Arena-Garage. Ich bestelle mir wieder ein Auto aus der Arena-Garage 1. Und ja, einfach mit dem Auto dann wieder dahin fahren zu dieser Garage. So, wir fahren dann rein, einfach bestätigen und dann seht ihr, bekommen wieder einen flackernden Hintergrund. Auf jeden Fall perfekt. Wieder Dreieck drücken, um auszusteigen. Dann wiederholen wir auch wieder das gleiche mit dem Aussie-Bandito oder dem ferngesteuerten Panzer. Den dann einfach anfordern. Und diese dann auch ganz einfach wieder verlassen. Ja, wie gesagt, auch hier könnt ihr alternativ einfach in irgendein Jobmenü vorne reingehen oder halt in einen Job für einen Titan ganz kurz. Das hat auch denselben Effekt. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall dann schon mit der zweiten Verglitch-Methode. So, für die dritte Variante braucht ihr dann die Hilfe von eurem Freund. Geht zusammen mit eurem Freund in eine Lobby. Ihr braucht auf jeden Fall dann Zugang zum Casino Music Locker. Und ja, euer Freund geht dann einmal in Job für einen Titan rein. Wenn er drin ist, sagt euch dann einmal Bescheid. So, wir begeben uns dann zum Music Locker, zum Eingang, öffnen einmal das Interaktionsmenü, suchen jetzt das Profil von unserem Freund raus und tun jetzt einfach alle Meldungen, die jetzt kommen, sofort jetzt mit X durchspammen. Dann müsst ihr jetzt wirklich ganz schnell seine Sitzung beitreten, sofort X durchspammen, alle Meldungen sofort X durchspammen, dann werdet ihr kurz, da wird euer Charakter ganz kurz dupliziert und werdet dann einmal ganz kurz gefreezed, ist auf jeden Fall perfekt. Und dann müsst ihr einmal einen Moment warten, dann werdet ihr in Jobmenü reingeladen. Das kann einen kleinen Moment dauern. So, seid ihr dann im Job angekommen, können wir den Job dann auch ganz einfach verlassen. Tja, und wer hätte es auch anders gedacht, fordern wir uns auch jetzt wieder ein Auto an, entweder aus irgendeiner Nachtclub-Garage oder aus einer Arena-Garage. Fahren dann mit diesem Auto dann einfach in die gewünschte Garage rein. Dann bekommen wir wieder den flackernden Hintergrund, Dreieck drücken, um auszusteigen. Perfekt. Und dann ja, wieder in das Interaktionsmenü reingehen, den ferngesteuerten Panzer oder aus dem Bandito anfordern. Oder gegebenenfalls halt in irgendeinen Job kurz reingehen, in Jobmenü. So, dann können wir den auch ganz einfach wieder verlassen. Und werden jetzt blinkend spawnen. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit der dritten Verglitch-Methode. So, für die vierte Verglitch-Variante braucht ihr auch die Hilfe von einem Freund. Euer Freund braucht ein Fahrzeuglagerhaus und muss auch in dem Fahrzeuglagerhaus mindestens ein Fahrzeug drin haben. Welches Lagerhaus und welche Fahrzeuge drin stehen, das ist auch wirklich dann völlig egal. Steigt einfach mit eurem Freund in das Fahrzeug ein. Und zwar gibt es jetzt einen kleinen Timing-Part. Euer Freund muss jetzt ins Auto einsteigen. Also muss jetzt eine Haftbombe werfen, fährt dann mit euch hinter die zur Garage hin und ungefähr so einen Meter bevor ihr da seid, muss dann euer Freund dann die Haftbombe ziehen. Zack, und dann werdet ihr sehen, unser Freund stirbt, wir sterben nicht und sind jetzt schon verglitscht. Als nächstes einfach wieder nur noch, wie ihr es auch kennt, den RC Bandito anfordern oder den ferngesteuerten Panzer oder wie gesagt halt noch in einen Job reingehen, falls ihr keins von den beiden Fahrzeugen habt und fertig ist auch die vierte Verglitch-Methode. Seid ihr dann oben beim Nullpunkt angekommen, tut ihr einmal euer MOC anfordern. Habt ihr euer MOC angefordert und dahingestellt, dann müsst ihr entweder dann einen kostenlosen Elegy halt anfordern oder irgendein Auto, was ihr nicht mehr benötigt. So ist das Auto dann angekommen, steigt einfach in das Auto ein, lasst euren Freund auch mit einsteigen. Euer Freund geht dann entweder ins Pausenmenü oder in die Franklin-Meldung rein. So, wir fahren dann einfach hinter unsere MOC mit dem Freund, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, einfach die Meldungen akzeptieren
warten, bis der Freund ausgestiegen ist, fahren dann ein paar Meter nach hinten, drücken dann Dreieck, gehen dann in die Franklin-Meldung rein. So für 2-3 Sekunden. Das ist auf jeden Fall perfekt. Ja, dann laufen wir hinter unsere MOC. Ich habe jetzt gerade keinen blauen Kreis, weil der Frankie da im Weg ist, der Lümmel. So. Dankeschön, Frankie. Alles klar, wir gehen einfach in den blauen Kreis rein, alleine eintreten und gehen jetzt hier nochmal in die Franklin-Meldung rein. Diese dann einfach verlassen, dann werden wir unsichtbar auf der Map spawnen und laufen jetzt einfach zu diesem Auto, was wir uns ziehen wollen. In meinem Fall ist es das Motorrad. Einfach aufsteigen und schon ist das Fahrzeug uns. Und ja, wenn ihr jetzt dann weitermachen wollt, dann macht einfach den Schritt jetzt wiederholen. Wie gesagt, verglitschen müsst ihr euch jetzt nicht mehr. Einfach jetzt als nächsten Step dann wieder ein Auto aus der Garage anfordern, was ihr nicht mehr benötigt, oder einen kostenlosen Elegy. Lasst dann euren Freund wieder einsteigen und wiederholt dann einfach diesen gleichen Schritt immer und immer wieder. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.